Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Mittwoch und wir starten den Tag wieder mit Hundegebell. Die Hunde sind natürlich auch schon wieder am Start. Ich habe Kacke sauber gemacht, ich habe sie gefüttert und jetzt werde ich ein paar Shots drehen und dann frühstücken. Ja, gucke jetzt hier mal so nach dem Rechten, die Einrichtung da mit dem Plastikgedöns ist natürlich total gestern am Sturm vorbeigegangen bzw. kaputt gegangen. Da habe ich mir aber auch gedacht, dass das den ersten Sturm nicht aushält. Ja, meine Hunde sind ordentlich am Herumlaufen. Die waren nämlich heute Nacht in ihrem Gehege, weil gestern Abend war der Gärtner hier und dann habe ich sie eingesperrt, damit sie, jetzt haben sie Styropor gefunden. Ne? Das ist naja auch mal ganz toll. Also Styropor kennen wir jetzt noch gar nicht. Oh nee, ich werde jetzt auch alles total auffressen. Nein! Ja, schnell auffressen, denke ich. Und er hat es aufgenommen. Oh, egal. Genau. Und da hat der Nächste ihn seinen Kackhaufen gemacht. Ich habe alles eingesammelt, aber von dem einen habe ich auch die Kacke eben eingesammelt. Also nachdem er gemacht hat, hatte ich sie gerade frisch noch eintüten können. Aber da hat wohl jetzt noch jemand gemacht. Ja, der Abriss ist schon ganz gut fertig. Die waren aber noch ordentlich am Bummeln gestern Abend und gestern Nachmittag auch noch. Oh mein Gott, sag mal, was war denn das für ein Sturm? Das war ja richtig furchtbar. Und ja, zum Glück ist das zu Hause Alhamdulillah auch einigermaßen gut ausgegangen. Da hatte ich echt Angst, aber ja, tschüss. Hoffentlich geht das auch weiter gut. Ja, nun werde ich meine Kopfschmerzen wieder kriegen, weil jeden Morgen und auch öfters am Tag habe ich wieder Kopfschmerzen. Leider sind das auch diese einseitigen oft und die im vorderen Bereich, wo einem das schön übel wird. Also ist auch ein bisschen Übelkeit mit dabei. Aber ich hoffe, es geht. Die fressen das auf, ne? Das ist nicht wahr. Naja, und das machen wir jetzt mal. Ich werde, wie gesagt, die Shorts jetzt einmal drehen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wie gesagt, heute ist Mittwoch und ich muss eigentlich runter, weil mein Handyguthaben heute zu Ende geht. Ich habe eine Nachricht bekommen, bis zum 31. kann ich es noch benutzen. Das ist heute und also muss ich wieder aufladen. Das ist schon wieder einen Monat her. Ne? Das ist eigentlich kaum zu fassen, wie schnell die Zeit vergeht. Genau, dann gehe ich runter und würde ich auch meinen Kaffee holen und mein Schwarzkümmelöl, wenn sie es denn haben. Wenn nicht, dann habe ich Pech. Laufe hier jetzt nicht überall in der Stadt rum und suche danach. Ja, so sieht's aus. Ja. Die Hunde haben geschlafen heute Nacht. Also ich habe sie nicht gehört. Einmal hat Pascha heute Morgen ganz laut gebellt. So um 20 vor 8. Da war ich noch nicht raus, hatte sie noch nicht rausgelassen. Die sind jetzt erst raus. Jetzt lasse ich sie den ganzen Tag draußen. Mal gucken, ob ich sie heute Abend wieder in den Käfig tue. Beziehungsweise wenn ich nachher runtergehe, dann mache ich sie auch in den Käfig. Ich habe auch geträumt und das war alles schon kacke. Na gut, starten wir den Tag und viel Spaß beim Zuschauen. Sonne ist rausgekommen. Guckt mal, richtig schön. Ich habe mich schon hier in die Sonne gelegt. Meinen Kopfschmerzen ein bisschen behandelt. Wäsche habe ich auch aufgehängt. Das trocknet inshallah bis heute Abend. Das waren noch so die Reste von gestern, die ich nicht mehr in die Maschine bekommen habe. Meine Maschine ist ja relativ klein. Ich glaube 5 Kilo oder so hatte ich, weiß nicht. Hier ist der Meerblick. Sieht richtig schön aus heute. Ja. Wie gesagt, ich sitze hier in der Sonne und versuche meine Kopfschmerzen mit der Sonne zu behandeln, was ganz gut tat, aber sind leider immer noch da. Ne? Und meine Haut ist auch schon wieder mega trocken. Ich muss mal gucken, dass ich mir irgendwie eine Bepanthen-Salbe hole. Heute vielleicht fahre ich mal, gehe ich in die Apotheke oder ich gucke mal bei Rossmann, wie viel die da kosten. Früher waren die Bepanthen-Salben hier in der Türkei richtig günstig. Also alles war hier günstig. Ich weiß nicht, hast du einen Euro oder so umberechnet bezahlt für eine Salbe? Oder für eine Creme aus der Apotheke. Das ist ja jetzt auch schon, das ist auch in die Apotheke, sind wahnsinnig teuer alles geworden. Ne? Das erzählt auch jeder hier. Ein Hustensaft hat ein Bekannter von uns geholt, 15, 16 Euro, ein ganz normaler Hustensaft. Das ist schon, das ist für die Bevölkerung hier wirklich schwer zu bezahlen. Das machen die Menschen, die das Geld nicht haben. Das, Allah, ja, dem Tschüss.
Genau, also ich würde natürlich jetzt gerne hier Kaffee trinken und hier sitzen. Das mache ich aber nicht, weil ich runter muss, um mein Handy aufzuladen. Es dürfte jetzt so 12, Viertel nach 12 sein ungefähr. Ich warte noch bis zu meinem Mittagsgebet. Dann werde ich das einmal beten, den Hunden nochmal ihr Futter geben und dann würde ich sagen, gehen wir auch langsam nach unten. Ich habe heute vor, einmal würde ich vielleicht ganz gerne nochmal mit euch an den Strand. Mal gucken, wie der heute aussieht. Vielleicht noch ein Video drehen am Strand. Im Anschluss dann zu Migros. Vielleicht gehe ich auch erst zu Migros und dann zum Strand. So schwer ist das ja nicht. Kaffee und eben mein Öl. Ja, und von da aus eigentlich nochmal zu Rossmann, um diese Bepanthen-Salbe zu gucken. Eigentlich, oh, jetzt meine Brille untergezogen. Eigentlich wollte ich noch was bei Rossmann. Und das habe ich jetzt wieder vergessen. Ne? Mein Mann wollte noch diese Zahnreinigungsstäbchen haben. Ja, aber da war noch was Wichtiges, was ich bei Rossmann holen wollte. Ich weiß nicht mehr, was das war. Egal. Schaue ich mich mal um. Mal schauen, was sie da so haben. Und ja, so ein kleiner Spaziergang in der Stadt, glaube ich, tut mir ganz gut. Das Wetter spielt ja mit. Es ist schön. Blauer Himmel, aber sehr windig. Und der Wind ist auch kühl. Ne? Es ist jetzt kein warmer Frühlingswind. Und ja, eine Handcreme. Genau, ich wollte noch mal eine Handcreme. Vielleicht haben die Nivea-Creme, diese feste Nivea-Creme bei Rossmann, genau, eine Handcreme, das war das, was ich holen wollte. Aber ich möchte trotzdem auch Bepanthen irgendwie was Heilendes haben. Ja, und ansonsten gab es noch nicht viel. Wie gesagt, ich habe Videos eingestellt, ich habe Videos neue gedreht, vor allen Dingen Shorts habe ich noch gemacht heute Morgen. Dann habe ich die Hunde nochmal aufgenommen für euch. Und für mich natürlich hauptsächlich auch, aber auch für euch, weil ihr schaut das ja doch gerne, sehe ich ja. Und ja, viel mehr habe ich noch nicht gemacht. Mit der Familie natürlich noch mal telefoniert und bin so ein bisschen heute, die Kopfschmerzen drücken meine Lust so an allem. Wisst ihr auch, was wieder passiert? Das ist natürlich, das ist nicht schön. Ich möchte nicht drüber sprechen, aber oh mein Gott, möge der liebe Gott uns vor Unfällen und Krankheiten bewahren. Gut. Ja. Also himmelhoch jauchzend bin ich heute gerade nicht, aber so nachdenklich geworden über Dinge, die so einem so wichtig erscheinen. Ne? Und mit einem Mal haut dich das so weg, ne? Und dann denkst du dir, alles ist doch nur total unwichtig. Die Gesundheit ist so, so wichtig, ne? Ja. Ah ja, übrigens nochmal so ein Update zu dem Hühnerstall. Da bin ich ja abhängig, oder sind wir abhängig von unserem Gärtner. Und der hat den Hühnerstall leider noch nicht hier aufstellen lassen. Muss er auch nicht. Ne? Also wie gesagt, es ist jetzt hier ja kein Muss und wir haben ja alle Zeit und es ist ja nichts, was uns drängt, aber natürlich, ich hätte gern schon die Hühner, würde sie euch gerne noch zeigen, aber wie gesagt, also der Gärtner hat das ja im Kopf und wenn es klappt, dann bringt er mir die Hühner und den Stall und wenn nicht, dann warten wir halt noch. Das ist ja nichts Dringliches und nichts, was jetzt unbedingt gemacht werden muss. Aber es steht auf unserer To-Do-Liste und die To-Do-Liste hat sich in einen Auftrag verwandelt zu unserem Gärtner. Und wenn der die Möglichkeiten hat, dann wird er das umsetzen. Und wenn nicht, dann ist das jetzt erstmal auch nicht so schlimm. Genau. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich den Stall sofort geholt und die Hühner sofort reingesetzt. Aber da bin ich ja bei so schweren Arbeiten auch immer auf andere Leute angewiesen und da müssen wir halt gucken, wie sich das Ganze umsetzen lässt. Immer mit der Ruhe, das wird schon alles inshallah. Genau, und sonst werde ich jetzt hier auf den entschuldige bitte den Gebetsruf warten.
Hunde schlafen, die sind, verändern sich immer so ein bisschen. Das ist ganz interessant immer zu beobachten. Die haben jetzt längere Schlafphasen, aber ich drehe bald nochmal so ein Update-Video. Die haben jetzt lange Schlafphasen entwickelt, also dass sie länger schlafen, nicht mehr so kurz wie als sie noch kleiner waren. Da haben sie immer nur so kürzere Phasen gehabt und dann gespielt, geschlafen, gespielt, geschlafen. Und jetzt wechseln sich die Spielphasen mit den Schlafphasen dahingehend ab, dass sie lange schlafen und lange spielen. Also sind lange wach und schlafen dann aber auch lange. Und das ist ganz interessant. Ja, na gut, mein Lieben. Ich sitze hier noch ein bisschen. Meine Haut ist so trocken. Ne? Und die jetzt natürlich hier in die knallende Sonne zu halten, ist auch nicht so das Wahre. Aber es tut meinem Schädel ganz gut. Bis gleich. Ich bin unterwegs. Ihr seid nicht sauber. Ich habe mit der Familie gesprochen natürlich. Ja, Kopfschmerzen, Updates sind leider immer noch nicht besser. Noch genauso unangenehm wie vorhin. Übelkeit ist auch aktiv, also alles nicht so toll. Ja, weil ich relativ stark gut. Wunderschön. Jetzt einmal meine Sachen erledigen, hatte ich ja schon erzählt. Also ich muss meine Sachen kaufen, unter anderem das Guthaben einmal aufladen, sonst kann ich nicht telefonieren. Und ich muss Kaffee kaufen, mein Öl kaufen, alle möglichen Dinge, die ich unten besorgen wollte. Das mache ich mal eben. Schnell, vielleicht gehe ich noch einmal zum Strand, aber ich habe auch so ein bisschen Bauchschmerzen immer die letzten Wochen schon immer. Keine Ahnung. Naja, gut, wollen wir nicht meckern, nicht drüber nachdenken. Einfach schnell runter und wieder rauf. Mal schauen, wie gesagt, ob ich noch an den Strand gehe, weiß ich nicht. Mache ich mal abhängig von meinem Zustand gleich. So sieht's aus. Das ist immer ganz schön weit. Das ist halt immer der Kampf dabei. Ne? Ich sieht zwar gar nicht so weit aus, aber es ist schon eine ordentliche Strecke. Runter geht noch, aber rauf ist dann schon, wenn man unten auch gelaufen ist, dann gibt einem das den Rest. Ich wäre auch nicht runtergegangen, wenn ich mein Guthaben nicht aufladen muss. Das ist leider jetzt notnötig, weil sonst kann ich nicht telefonieren. Die heizen mit Ofen, sieht man. Stinkt auch genauso wie bei uns in Churum. Obwohl die auch Klima haben. Aber das kostet natürlich auch. Ne? So, ich werde mal ein bisschen schneller gehen. Je schneller, desto zügiger bin ich auch wieder oben. Hunde spielen. Die habe ich gefüttert. Die haben aber wieder nicht gegessen. Also nicht aufgegessen. Gegessen schon, aber das Trockenfutter. Napf nicht leer gefressen. Ich gehe den langen Weg an der Jagdhammer runter, weil da ist die Mikros ja die große näher, als wenn ich hier runter gehe. Nachher, wenn ich zu Hause angekommen bin, will ich eigentlich auch den Garten wieder sauber machen. Ich einmal wieder alles absprühen, auch da, wo die Hunde sind, einmal durchsprühen, weil die da ja doch auch Pipi und alles machen. Dann riecht das nämlich. Es hat ja auch jetzt ein paar Tage nicht geregnet.
das Holz überall will ich wegnehmen, die Paletten und so sollte ja eigentlich der Gärtner machen, aber da der nicht gekommen ist bis jetzt, mache ich das mal eben, habe ich mir jedenfalls so vorgenommen. Erinnert ihr euch, da lagen letztes Jahr immer die Ziegen, die sind ja auch schon länger nicht mehr da. Hier riecht es auch wieder nach Ofen. Bestimmt, die haben das an irgendwo. Der Blick auf die Berge. Drei, das ist ganz genau auf meiner Handyuhr. Bin gespannt, ob die Preise noch gleich sind. Ich glaube, wir haben im Jahr im Dezember zuletzt gekauft, ne? Aufgeladen. Ich meine, es war noch Dezember und im Januar sollen sich ja überall die Preise erhöht haben. Also wir haben letztes Mal, was haben wir bezahlt für 3 GB, was das Minimum ist an Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben, was haben wir denn bezahlt? 190 habe ich in dem Laden da hinten bezahlt. Das war bisher der günstigste, aber da latsche ich jetzt nicht hoch. Das ist nämlich ganz da, wo der Schneider meines Mannes war. Das ist mit 2 und noch ein Stück hoch. Ich hatte meine Brille eben nicht gefunden und ich wollte die eigentlich mitnehmen, weil ich einmal nach den Bepanthen Wirkstoffen gucken wollte. Bei Rossmann. Egal. Da ist immer noch zu. Der Weg, aber wie haben wir von meinem Mann gelernt, einfach durchgehen, egal. Machen wir jetzt auch. Ich glaube, Fußgänger dürfen auch durch, weil nur Autofahrer, soweit ich weiß, gesperrt. Oder mit Vorsicht. Genau, man darf durch, aber Vorsicht. Irgendwie so. Ich bin, wie gesagt, ich habe keinen Führerschein. Verkehrsschilder für die Autos kenne ich nicht so gut. Oder nur eingeschränkt. Befahrbar? Ich weiß es nicht. Uiuiui. Das ist übrigens unser Bürgermeister von Aranja. So. Nochmal auf die anderen. Hier haben sie jetzt den Bürgersteig schon relativ weit zum Voranschreiten gebracht. Ich würde sagen, wir gehen als erstes zu Rossmann. Ich wollte ja auch noch so einen Eimer kaufen für das Hundefutter. Mal schauen, ob wir das alles schaffen. Das haben wir ja nicht auf die Reihe gekriegt, als wir das Auto hatten.
ist auch ein Migros. Für alle, die mich jetzt erinnern wollten, dass ich auch hier den Kaffee kaufen kann. Aber es ist ein kleiner Migros. Ich glaube nicht, dass die den Kaffee haben. Ich hatte ja schon mal in den anderen kleinen Filialen mich umgeschaut von Migros und ihn da nicht entdeckt, geschweige denn dieses Öl. Und der Migros ist so ein Stück weiter hoch, da will ich jetzt eigentlich